Was geht? Ihr seht, Trainings angeschrieben ist die letzte Woche von meinem Trainingsblock, der 7 Wochen lang ging. Nächste Woche sind die CrossFit Games Open. Heißt, diese Woche ist nochmal relativ viel Intensität im Training drin, aber das Volumen ist so ein bisschen rausgenommen. Und ganz, ganz wichtig, es wird sich konzentriert auf die eigentlichen Bewegungen, die wir in den Open brauchen. Bedeutet, in den letzten Jahren waren immer wieder Cleans in schwerer Reihenfolge drin. Snatches eher, wenn nur leicht, wenn ich mich richtig erinnere, oder mit einer Dumbbell. Bedeutet, wir starten nach unserem Warm-up direkt in schwere Clean Waves. Starten mit 10 Wiederholungen mit 65% und gehen komplett runter zu 2 Wiederholungen mit 90%. Dazwischen Pause wie benötigt. Ich denke so 2 bis 3 Minuten, damit man wieder ordentlich an die nächsten Sätze rangehen kann. Danach im dritten Teil gehen wir in alle 4 Minuten für 6 Sätze von 25 Kalorien auf dem Rudergerät, 25 Wallballs. Ziel, denke ich, sollte es hier sein, so um die 2 Minuten zu arbeiten und dann 2 Minuten Pause zu haben. Hier steht Minuten, Moment, das sind Sets. 2 Minuten zu arbeiten bedeutet harte Pace auf dem Rudergerät, die man aber halten kann für alle 6 Sätze und dann die Wallballs. Unbroken und am besten wäre es sogar direkt vom Rudergerät runterzugehen und die Wallballs zu starten. Ich denke, das wird ordentlich schwer. Fokus dann wirklich nochmal darauf setzen, dass die Wallballs und die Rudertechnik so effizient wie möglich sind, damit wir wenig Energie wie möglich verschwenden und wirklich hunderte, tausende Wiederholungen schon gemacht haben davon. Danach, zum Schluss der ersten Session, gehen wir, wie ich finde, in etwas sehr, sehr Fieses und zwar 5 Minuten M-Rap von Max Wall Walks, Wall Climbs, wie man es auch immer nennen mag. Heißt, 5 Minuten lang durcharbeiten in einer ordentlichen Pace, sodass nicht in der ersten Minute, keine Ahnung, 8 oder 9 Stück sind und in der letzten Minute nur noch 5. Ich denke, dass ich da so irgendwas zwischen 6 und 7 pro Runde oder pro Minute machen werde, um da ein ordentliches Volumen hinzubekommen. Ich mag sie nicht, aber ich glaube, ich bin relativ gut in Wall Walks. Dann nehmen wir uns erstmal ein bisschen Pause, essen was, regenerieren und gehen danach in einen kleinen Laufteil. Da werden wir 5 Minuten locker laufen, werden dann 8x200 Meter relativ zügig laufen. Ich denke so alle 2 Minuten 30 wird das sein, hatte ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Dann wieder nach den 8 Intervallen wieder nur 5 Minuten easy. Dann wieder 8x200, versuchen die Pace von hier oben zu halten, das heißt eine harte, aber immer wieder wiederholbare Pace und beenden das Ganze mit 5 Minuten easy. Auf geht's! Warm-up ist immer unkompliziert. Ich starte meistens so mit 3 bis 5 Minuten auf dem Bike, um ein bisschen die Herzfrequenz nach oben zu bringen und gehe jetzt in einen Mobility Flow, je nachdem, was an dem Tag ist, entweder für den Oberkörper oder halt für den Unterkörper. Heute wird es ein einfacher Lunge Flow sein. Und dann geht's auch schon an die Bar. Hier auch so ein kleiner Warm-up-Flow mit ein paar Clean Pulls, Clean Deadlifts, Muscle Cleans, Power Cleans und so weiter, sodass wir schön warm werden. Steigen uns dann ein bisschen hoch bis zu unserem ersten Satz bei 65% und da machen wir 10 Cleans. Ich denke aber kein Touch and Go. Immer wieder schnell an die Bar rangehen. Das war gerade mal der erste Satz. Die Pumpe geht. Das sind gerade mal 90 Kilo. Schlimm ist auch noch, kein Tape. Das heißt, mein Daumen sieht schon auch
ein bisschen misshandelt aus. Zum Glück werden es weniger Wiederholungen, aber mehr Gewicht. Das wird nicht besser. Auf zum Sechsersatz. Das wird brutal hinten raus. Weiß nicht, wie ich die letzten beiden Sätze schaffen soll. Heieiei. Safety first. Fühlt sich alles heute schwer an. Hab mir eigentlich vorgenommen, Gewichte zu nehmen, wo ich sicher und schwer, sehr schwer arbeiten kann. Aber anscheinend ist das nicht so einer dieser Tage. Naja, zumindest 3 Stück haben funktioniert. Wobei der dritte auch schon wieder meh war. Naja. So, jetzt noch 2. Und ich steige auch nicht auf die vollen 90%, sondern ich glaube, ich nehme noch 2,5 oben drauf und dann sollten das hoffentlich 2 werden. Ne, wir belassen es bei einem. Der hat sich noch sauber angefühlt, aber schwer. Muss auch mal im Training sein. Wenn die Prozente so hoch gehen und man die letzten Wochen so ein Volumen gefahren hat, die letzten 7 Wochen, dann können Trainingseinheiten auch mal so aussehen. Versuche das Beste draus zu machen, aber ich versuche halt nichts zu riskieren. Nur für einen fancy Lift. Auf geht's in den nächsten Teil. Eigentlich 2 Stärken von mir. Das heißt 25 Kalorien rudern, 25 Wallballs, das Ganze alle 4 Minuten für 6 Sätze, das heißt jede Menge Wallballs. Wichtig ist es da unbroken zu gehen, soweit es geht, innerhalb von 2 Minuten irgendwo zu bleiben, denke ich. Das heißt, die Ruderpace sollte auch ein bisschen fordernder sein, aber wiederholbar. Ich denke, es liest sich einfacher, als es dann nachher ist, aber ist, denke ich, eine gute Vorbereitung für die Open. Kurze Planänderung, Jojo und Robin sind gerade vorbeigekommen und wir werden jetzt zusammen ihren Plan ein bisschen erweitern. Waren eigentlich 5-4-3-2-1 von Echo Bike oder Assault Bike und Rudern. Wir machen 5-4-3-2-1 Minuten von Concept 2 Bike, Ski-Erg und Laufen. Robin hat richtig Bock. Jojo noch mehr. Und Jojo noch mehr. Jojo muss erstmal ausprobieren, sie läuft das erste Mal auf dem Runner. Ja, läuft sich doch geschmeidig. Ja, da darf man nur nicht zu schnell werden, ich glaube so. Sieht doch ein bisschen aus wie auf heißen Kohlen. Worum geht's bei Schnick, Schnack, Schnuck? Steinschere. Ja, nein, inzwischen. Ja, ich weiß, was Schnick, Schnack, Schnuck ist. Also, wer mit was anfängt, oder? Ja, aber mit was, was ist denn das Schlimmste? Der Gewinner darf sich aussuchen, mit was er anfängt. Ist doch klar. Bis wie viel? Lass mal bis 3 machen. Steinschere, Papier bis 3. Steinschere, Papier bis 3 und wer gewinnt, darf sich aussuchen, mit was er anfängt. Keine Ahnung, ob das wirklich Gewinnen ist, aber... Hey, natürlich! Du kannst doch... Also warte mal, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck und dann... Genau. Oder machen wir beim Schnick, Schnack, Schnuck? Nee, Schnick, Schnack, Schnuck? Nee. Schnick, Schnack, Schnuck. Genau. Aber Schnick, nicht. Schnack, Schnuck. Ja. Okay, aber nur Steinschere, Papier. Was hast du das zum ersten Mal? Nicht irgendwie mit Feuer oder Brunnen oder Nein, sowas. Steinschere, Papier. Okay.
Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Junge, was ist denn los mit dir? Schnick, schnack, schnuck. Oh Gott! Aber ich bin nicht raus. Oder? Nein, wir beide. Er hat drei. Ich fange mit dem Runner an. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt! Drei Jahre gut auf. Du suchst ja Skier, als erstes aus. Ah, ne, ist doch gut. Als erstes hinter mir. Ja, eben. Ist das dein Ernst? Wo hast du denn sowas gelernt? Chalk niemals für ein Skier. Niemals. Schwitziger als gedacht. Na super. Dadurch, dass ich jetzt mit Jojo und Robin das Workout direkt mitgemacht habe oder erweitert habe, oder deren Workout, habe ich jetzt, glaube ich, seit dann gefühlt zwei Trainingssessions nicht gegessen. Das heißt, als nächstes gibt es Overnight Oats, wie immer. Aber ich glaube, diesmal sogar die doppelte Menge. Achso, noch eine Sache. Wenn ihr mal Ernährungstipps haben wollt oder einfach nur mal ein kleines Gespräch haben wollt dazu, die Jojo, da, die ist Ernährungscoach und kann euch bestimmt auch weiterhelfen, was das ganze Thema angeht. Und noch eine Sache, Jojos Freund, der leider heute nicht beim Training dabei war und mitleiden durfte. Genau, stellt selber mit seiner Familie Olivenöl her. Sie. Bio. Komplett bio, die Bäume sind nicht beschnitten, auch nicht bewässert, alles ganz, ganz natürlich. Super guter Boden, keine Industrie, deswegen sehr nährstoffreich aus Griechenland, aus dem Süden vom Peloponnes. Ich glaube, das waren, glaube ich, die meisten Infos, die ich jetzt ganz schnell zusammenfassen konnte. Setze ich euch unten mal, habt ihr jetzt mittlerweile eine Website? Nee, noch nicht, aber kommt bald. Dann setze ich Petros E-Mail-Adresse einfach mal da rein. Und dann, falls ihr da auch Interesse dran habt, ja, immer dahin die Bestellungen. Jegliche Art von Narkosestoffen oder sonst irgendwas immer zu Robin. Tilidin, Ibuprofen, Novalgin, gerne eine E-Mail. Nur ja, das Beste. Nur das Beste. Industrie. Ja, dann immer zu Robin. Stöpsel, gehen wir raus. Frisch geduscht und jetzt eine Runde mit dem Hund gehen. Und ich gehe mir noch was zu essen holen im Supermarkt. Da gibt es eine Theke mit Bowls, die man sich selber zusammenstellen kann. Zeige ich euch gleich mal. Wie gesagt, ich war gerade Salat holen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ordentlich enttäuscht. Es gab keinen Couscous mehr, es gab kein Quinoa mehr. Kind lebt noch, alles gut. Was habt ihr heute so Feines gemacht? Wir haben gebastelt. Mhm. Wir haben jetzt einen super tollen Clown als Türschmuck. Und sonst nicht viel. Gespielt und das war's. Also der einzige Grund, warum du hier hinkommst, ist, weil du ein Fit-Aid haben möchtest. Ich kaufe es mir aber. Ich unterstütze quasi die Box. Ich bin aber mit euer bester Kunde, Konsument, wollte ich gerade sagen. Aber du bist jetzt gleich wieder weg, ne? Das kommt ganz drauf an. Weil tatsächlich nur wegen einem Fit-Aid. Nein, ich habe noch wichtige Sachen zu tun. Und ja, was soll ich sagen? Das war es auch schon von einem Trainingstag von mir. Waren zwei Einheiten mit ein bisschen weniger Rest, als ich wollte. Aber ich hoffe, wir konnten einen guten Einblick gewinnen. Ich muss jetzt gleich die Stunden geben hier im Powerhouse. Genauso wie heute Morgen um 6.30 Uhr schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Und schreibt mal in die Kommentare rein, wie euer Trainingstag so aussieht. Macht ihr CrossFit, ganz normales Fitnessstudio, lauft ihr, Triathlon, irgendwie sowas. Schreibt es einfach mal rein. Haut rein. Da will man gerade Feierabend machen. Und da wird für diese Nacht oder morgen Orkanböen angesagt. Das heißt, ich muss nur noch mal alle Pflanzen reintragen. Schwerer als gedacht.